Ja, der erste Fakt, den ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt in den letzten Tagen, ist der Release von Lightroom 5. Ich habe dazu schon ein Video gemacht und vor geraumer Zeit auch schon mal zur Beta, die es ja vorher gab, auch schon mal die neuesten Features gezeigt. Also wenn euch das interessiert, dann klickt euch einfach mal auf diese Videos, die sind verlinkt. Und wir schalten einmal kurz hier auf den Monitor zu den Kollegen von Digital Photography Review. Die haben nämlich hier auch geschrieben, dass jetzt Adobe Camera Raw 8.1 raus ist. Das ist das Teil oder die Version von Camera Raw, die jetzt eben auch den Radialfilter unterstützt oder auch diese Upright-Funktion. Und das Ganze gibt es dann auch als DNG-Konverter in Version 8.1. Die Links dazu packe ich euch auch in die Videobeschreibung, wo ihr das Ganze dann einfach bei Adobe runterladen könnt. Dann im nächsten Punkt, wie gesagt, Lightroom 5, ganz neuer Splash-Screen hier am Anfang, wie man hier schon auf dem Bild sieht. Ich habe die Version leider noch nicht runtergeladen, werde es aber dann demnächst noch kaufen. Die wichtigsten Features, kurz noch einmal zusammengefasst, ihr könnt jetzt Smart Previews anlegen, das heißt, ihr könnt jederzeit eure Bilder bearbeiten, braucht gar nicht die Originale, die auf einer externen Festplatte liegen. Die Smart Previews werden gerendert, die sind von der Qualität etwas schlechter, haben aber den Vorteil, dass ihr auf den Smart Previews editieren könnt, eure RAW-Anpassung quasi durchführen könnt und später, wenn ihr zurück seid an eurem Mac, dann habt ihr die Möglichkeit, eben diese Online-Bilder, ja, die Festplatte ist angeschlossen, das wird als online angezeigt. Die Bilder sind wieder verfügbar und wenn ihr dann exportiert, dann werden natürlich die Originalbilder benutzt, ganz klar. Dann die Upright-Funktion, das heißt, es werden Linien gesucht und wird versucht, das Ganze so ein bisschen in eine ja, schönere Perspektive zu rücken, diese Verzerrung zu entfernen. Das geht ganz automatisch, funktioniert auch einwandfrei bei den Bildern, die ich bei der Beta-Version damals getestet habe. Also auch eine ganz tolle Funktion. Dann gibt es den Radialfilter. Das heißt, ihr könnt nicht nur einen Verlaufsfilter anlegen, sondern einen Radialfilter und könnt auch festlegen, was außenrum passieren soll, sowohl als auch was innen drin im Filter passieren soll. Könnt also da einfach ein bisschen rumspielen, eine schöne Vignette selbst erzeugen oder einfach den Kontrast und die Struktur zum Beispiel außerhalb des Kreises anpassen und die Mitte, wo vielleicht ein Gesicht ist, das kann man aussparen. Geht also jetzt alles ganz toll in Lightroom 5. Und ein Feature, was noch wirklich sehr wichtig ist, ist die Tatsache, dass ihr dieses Korrekturwerkzeug jetzt als Reparationswerkzeug anwenden könnt, indem ihr malt. Das heißt, bisher war es immer ein Kreis und dieser Kreis, da ein Strich, ein Haar oder so zu entfernen, war schwierig. Jetzt malen wir einfach über das Haar, über dieses Haar drüber und bekommen dann eine Auswahl von, ja, keine Auswahl von dem Haar, aber ihr malt quasi über das Haar, das ist dann quasi der Bereich, der weggezogen werden kann, um es zu korrigieren. Funktioniert auch einwandfrei und ist eine ganz tolle Funktion. Wir kommen dann jetzt hier noch einmal zu den Preisen, die habe ich nämlich noch gar nicht genannt. Lightroom 5 gibt es für 129 Euro. Und als Update gibt es das Ganze auch zu kaufen. Links dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Also wenn ihr die neueste Version haben wollt, schaut einfach mal da rein und könnt ihr euch dann bei Amazon kaufen. Für alle die, die Creative Cloud haben, die finden es natürlich schon zum Download hier in der Creative Cloud drin, völlig umsonst. Okay, das war's hiermit. Kommen wir zum nächsten Punkt. Apple Updates, Digital Camera Raw Compatibility. So ist es. Es gibt jetzt ein paar neue Kameras, die Apple jetzt hier unterstützt. Von Mal zu Mal gibt es einfach ein System-Update. Also wenn ihr eine der neueren Kameras habt und Apple dieses RAW-Format einfach noch nicht unterstützt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal auf Aktualisieren gehen und euch einfach dieses Kompatibilitäts-Update runterladen. Nächste News. Apple hat nach 6 Monaten der Abstinenz endlich mal wieder eine Keynote gehalten. Die war vergangenen Montag und hat spektakuläre Neuerungen gebracht. Ihr wisst alle, ich bin absoluter Apple-Fan. Ich habe mein MacBook Pro, ich habe hier mein iPhone. Ich werde mit Sicherheit auch irgendwann noch mal ein iPad, wahrscheinlich ein iPad Mini zulegen. Tut aber jetzt nicht zur Sache, denn was ich euch zeigen möchte, ist für all diejenigen bestimmt, die viel Leistung, Rechenpower brauchen. Denn da gab es ja bisher eigentlich nur den MacBook, den Mac Pro, so. Und der durfte ja nicht mehr verkauft werden. Und jetzt hat Apple, nachdem sie lange gesagt haben, da kommt wieder was, habt Geduld, und die haben jetzt was vorgestellt, und zwar den neuen Mac Pro. Und den möchte ich mir gerne auch zusammen mit euch anschauen.
Hier habe ich schon mal geöffnet. Sieht ganz anders aus. Ist eben hier dieses Design in Form eines hochgezogenen Schlauches, breitgezogenen Schlauches, so zylinderförmig. Ganz toll gemacht in dieser Klavierglas-Optik. Und wir schauen einmal hier kurz durch. Der hat Murder Power, das Teil. Geht natürlich hier über Thunderbolt 2, was bis dahin verfügbar sein wird. Mega schnelle SSD-Platten mit über 800 MB pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit wird es da geben, die über PCI Express dran sind. Ihr könnt bis zu 3 4K-Displays anschließen. Also für all diejenigen, die wirklich viel, viel Performance brauchen, ist das hier einfach das Nonplusultra, was da von Apple demnächst kommt. Ende des Jahres soll es soweit sein. Ihr seht, ich gehe mal hier durch. RAM-Update, denke ich, geht auf jeden Fall bis 64 GB, wenn irgendwann die 16 GB-Regel da sind. Ihr seht zwei Grafikkarten hier drin verbaut. Mega Performance auch hier. Dann hier das Ganze dann mit PCI Flash Storage mit auch noch höher. Nicht 800, was ich eben gesagt habe, 1250 MB pro Sekunde, also mörderschnell. Jetzt seht ihr hier das Entlüftungssystem. Das ist nämlich hier alles innen drin dreieckig angeordnet, ganz interessant. Und so wird das Ganze dann einfach belüftet. Also ich denke, den kann man sich getrost auf den Schreibtisch stellen mit diesem Design und dieser Performance. Was wird es kosten? Kann man nur mutmaßen. Ich denke mal, unter 3.500 wird man das Ganze nicht bekommen in der Standardkonfiguration. Nach oben hin ist damit sicher wieder kein Ende in Sicht. Wie gesagt, Ende des Jahres ist es soweit und dann müsst ihr einfach mal schauen, ob das Ganze was für euch ist. Was haltet ihr vom Mac Pro? Schreibt das doch mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich finde es ja wirklich ganz toll, das Teil. Schreibt mal einfach, was haltet ihr von dem Gerät? War es längst überfällig oder wie seht ihr das? Dann gibt es von Samsung das Galaxy Zoom Smartphone. Ihr seht das Ganze wieder in Form eines Handys. Ihr könnt natürlich dann damit auch telefonieren und habt dann auch hier wieder eine Kamera, die ausfährt. So ein bisschen wie bisher die Galaxy Cam, heißt das Ganze jetzt Galaxy Zoom, kann eben auch sehr weit zoomen. Ich schaue mal gerade hier, 43 mm Zoom scheint das zu sein, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. 24 zu 240 mm und da kann man ja schon wirklich weit ranzoomen. Muss man mal sehen, wie das Ganze wird. Ich weiß nicht. Was haltet ihr denn von solchen Smartphone-Kamera-Kombinationen? Ich persönlich könnte damit gar nichts anfangen, zumal von Apple sowas nicht gibt. Aber ich bin da kein Freund davon. Also dann kaufe ich mir lieber eine Nikon Coolpix A oder 9500, was auch immer, und benutze die dann. Finde ich persönlich besser. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann eine tolle Sache, die ich auf jeden Fall mitteilen wollte, ist die Tatsache, und da schaue ich mal kurz auf mein iPhone hier drauf. Nämlich gab es ja die VSCO Cam und die gibt es jetzt in Version 2. Wenn ihr die schon habt, dann geht einfach mal in die App rein, dann bekommt ihr eine Notification, dass es ein Update gibt und dann könnt ihr euch das Update einfach neu runterladen. Und ihr seht, ich zeige euch das jetzt mal gerade hier. Da gibt es jetzt ein ganz neues Layout, gefällt mir wirklich richtig gut. Könnt ihr ganz viel dran verstellen. Ihr könnt, und das ist das Tolle, ihr könnt die Änderungen, die ihr macht, auch wieder zurücknehmen. Das war bisher nicht der Fall. Wenn ihr die Exposure um 3 Stufen hoch geregelt habt, dann konntet ihr das nicht mehr machen. Das wurde direkt aufs Bild draufgerechnet. Jetzt könnt ihr jederzeit wieder reingehen, das ändern. Und es gibt viel mehr Abstufungsstufen als bisher. Also da auf jeden Fall mal Update anschauen. Im Übrigen gibt es hier von VSCO auch gute Presets, und zwar zeige ich euch die mal hier. Die sind für Lightroom oder eben für Adobe Camera Raw. Sind Filmpacks, die einfach versuchen, ein bestimmtes Kameramodell zu imitieren. Funktioniert auch wirklich prima. Sind schöne Bildeffekte dabei. Kostet ein bisschen was. Ihr seht hier $119, aber solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Version 3 ist jetzt seit kurzem verfügbar. Dann haben wir hier von Samsung das Galaxy NX Android, die spiegellose Kamera, die soll jetzt rauskommen, soll vorgestellt werden am 20. Juni, also diesen Monat, soll ein APS-C-Sensor mit 20,3 Megapixel haben, Full HD-Video,
ISO, also ISO bis 25.600 und ein schönes Display, Touchscreen natürlich. Sieht auch wieder ein bisschen aus wie ein Handy, ist aber jetzt wirklich hier jetzt als Kamera gedacht, kann keine Handyverbindung aufbauen, hat aber auch WLAN, also ihr könnt hier auch eure Bilder direkt hochladen, wenn ihr denn überhaupt Interesse habt an so einer Kamera ohne Spiegel. Ich mag ja das Geräusch, muss ich ehrlich sagen. So, das war es jetzt erstmal von diesem Part des Wochenrückblicks. Es folgen noch zwei weitere, denn die sind jetzt neu. Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch anschauen das Bild der Woche und wir wollen uns noch anschauen eine Sache, die ich euch gerne ans Herz legen würde, wo ich letztes Jahr war. Und das Ganze wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Es geht um die Fotopraktika, die ist dieses Jahr in Leverkusen. Und was euch da erwartet, das schauen wir uns dann gleich noch an. Ja, wie eben schon angekündigt, es ist wieder Fotopraktika-Zeit, das Ganze vom Multimedia-Treff veranstaltet. Und ich habe hier die Website geöffnet. Wir schauen einmal drauf, was euch da in diesem Jahr erwartet. Es sind wieder zwei Konferenztage. Wir schauen mal auf den ersten Tag drauf. Das Ganze vom 13. bis 14. September 2013. Und wir schauen mal hier rein. Es geht wieder um die Creative Cloud zusammen mit Fotolia. Dann eine Überraschung, die ja noch nicht verraten wird hier. Dann geht es wieder um die Hochzeitsfotografie. Es geht um glamouröse Porträts, ein Live-Shooting. Es gibt zwei Bühnen, auf denen was passiert. Wenn euch das auf Bühne 1 nicht interessiert, ja, dann geht eben zur Bühne 2 und schaut euch das an. Dann gibt es hier nochmal Action-Fotografie, Live-Shooting mit Alexander Heinrichs. Der war auch letztes Jahr dabei. Auf jeden Fall sehenswert, zusammen mit seinem Allseits-Model, mit der Francie. Dann geht es hier um Panoramafotografie. Das war letztes Mal nicht dabei. Ich muss sagen, so ein bisschen sind die Themen schon angelehnt an das, was letztes Mal auch schon war. Einiges kehrt wieder, manches ist neu. Ist, denke ich, auf jeden Fall sehenswert. Ich weiß noch nicht, ob ich da sein kann, aus zeitlichen Gründen. Schauen wir einfach mal. Aber bis jetzt sind noch viele Plätze frei. Und ich scrolle hier einfach mal ein bisschen durch. Hier, Evangeline Cooper ist da. Maike Jaseks zeigt was zu Lightroom 5, dann Eventfotografie und so weiter und so fort. Und am Ende sehe ich gerade, hier geht es wieder um eine große Verlosung, Ausklingen des Events. Also wenn ihr dann Feedback abgebt, dann nehmt ihr an der Verlosung teil und da gibt es wirklich Preise von teuren Objektiven bis hin zu Grafiktabletts, Büchern und so weiter und so fort. Also da solltet ihr dann auf jeden Fall mitmachen, wenn ihr dort seid. Zweiter Tag, eine kleine Keynote, also ein bisschen eine Präsentation von irgendwas. Von 0 auf 100 mit Olaf Giermann zeigt ein Composing hier. Our World Tour in 50 Wochen um die Welt. Das finde ich auf jeden Fall ganz interessant, muss ich sagen. Da wäre ich dann auf jeden Fall schon gern dabei. Denn so ein ja, einmal um die Welt und das Ganze in einem schönen Fotobuch festhalten, das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Will ich vielleicht auch mal gern machen. Dann ist natürlich Matthias Schweighofer wieder mit am Start zusammen mit Madeleine Handel und die werden dann euch noch mal ein Live-Shooting mit Bearbeitung zeigen. Das war letztes Mal top gemacht, eine Top-Sache, kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Oliver Rausch ist wieder da, macht was zu Licht und Schatten als Live-Shooting, Porträt und Composings mit Pavel Kaplun, kennen damit sicher auch alle. Also hier auf jeden Fall wieder viel, viel mit dabei. Auch Martin Krolopp ist am Start. Den kennt ihr alle von seinen Live-Workshops, die ihr live im Internet anschauen könnt. Empfehle ich euch auf jeden Fall, auf alle Fälle auch. Da auch mal reinschauen. Und ansonsten viele, viele Sponsoren, wie ihr seht, mit Rang und Namen. Also das Ganze wirklich groß angelegt. War letztes Mal eine ganz tolle Sache mit bis zu, ich glaube, 300 Leute waren dabei. War auch, glaube ich, ausverkauft. Und das war wirklich richtig toll. Man hat viele Leute kennengelernt. Und ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt hin, kostet auch nicht die Welt. So kommen wir zum Foto der Woche und das ist in dieser Woche ein Foto, was ich bei Facebook gefunden habe. War irgendwann in meiner Timeline drin, fand ich ultra witzig und auch irgendwie originell, denn die Idee muss man erstmal haben und vielleicht hat das ja sogar ja, einen guten Bildeffekt hervorgerufen, das weiß man natürlich jetzt nicht. Aber wir schauen mal kurz auf den Bildschirm. Vielleicht habt ihr das Bild auch schon gesehen. Da hat jemand einen Haufen Blitze sich einfach um die Schulter gespannt, hat noch einen Ringblitz von vorne und sitzt jetzt da, kniet auf dem Boden
und macht da sein Bild. Und das fand ich einfach total witzig und zeigt auch so ein bisschen was in die Richtung. Viel Equipment hilft viel, was die meisten ja meinen. Aber eigentlich kann ich euch nur sagen, totaler Quatsch. Ihr kommt auch mit wenig parat. Das zum Bild der Woche. So kommen wir zum letzten Punkt des Wochenrückblicks. Schauen wir uns einmal an, was gab es denn eigentlich bei mir in dieser Woche für euch an Videos, an Tutorials und so weiter und so fort. Schauen wir einfach mal auf meiner Website und ich erzähle euch ein bisschen was dazu. Ja, zunächst, ja, eins der letzten Videos war, wie man in Lightroom Wasserzeichen automatisch hinzufügen kann. Also ich habe euch gezeigt, wie ihr zunächst mal in Photoshop ein Wasserzeichen anlegen könnt und dann dieses abspeichern könnt, wie ihr das machen müsst, dass ihr es in Lightroom automatisch bei einem Export auf die Bilder draufrechnen lassen könnt. Dann gab es ein Video zum Lightroom 5 Release, hatten wir eben schon angedeutet. Dann hatte ich einen Workshop gemacht zum Thema Photoshop Grundlagen. Leider gibt es den ganzen Workshop nicht zum Anschauen, denn irgendwie hat der Google Hangout da von den knapp 2 Stunden, die es waren, die sehr interessant waren. Viele Fragen gab es von euch und viel habe ich auch gezeigt. Leider wurde das Ganze nicht in die gespeicherte Version übernommen. Da geht es, glaube ich, nur 37 Minuten oder so. Ist einfach schade, aber ich verspreche euch, ich werde da nochmal was machen. Wahrscheinlich nicht als Hangout, sondern einfach als Komplettaufnahme. Geht dann halt eine Stunde, Stunde und 15 Minuten. Komplettes Video, wo ich euch die Photoshop-Grundlagen zeige, kommt dann demnächst nochmal. Dann gab es den Raw Talk Episode 9. Ich hatte diese Bearbeitung gemacht. Markus' Ergebnis war dieses hier und ihr hattet auch viel eingeschickt und es gab natürlich auch hier, wie ihr seht, mal seit langer Zeit, oder letztes Mal gab es glaube ich nicht, aber davor gab es. Aber diesmal gab es wieder eine Einsendung als Videoantwort zu einer Bearbeitung, die wir euch auch im Video gezeigt hatten. Dann habe ich euch noch was gezeigt zu den Funktionen der Karte im zweiten Speicherslot. Das heißt, wenn ihr zwei Speicherbänke habt, könnt ihr einstellen, was eure Kamera mit Karte 2 macht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da habe ich euch ein bisschen was dazu erzählt. Also wenn euch das interessiert, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ja, Leute, das soll es gewesen sein mit dem Wochenrückblick für diese Woche. Ein paar mehr Sparten habe ich mal eingebaut. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das jetzt gefunden habt. Soll das in Zukunft noch weiter so sein? Oder vielleicht gibt es noch Sparten, die euch interessieren würden, die man alle 2 Wochen mal nochmal so nennen könnte. Schreibt mir das mal in die Kommentare, dass ich weiß, was euch interessiert. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann zeigt mir das über einen Daumen nach oben. Klickt auf den Markenknopf, dann weiß ich, dass ich hiermit auf dem richtigen Weg bin. Das soll es gewesen sein. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht draufgeklickt habt. Einfach auf den gelben Abonnieren-Knopf klicken und schaut vor allen Dingen mal bei Facebook vorbei, denn da findet ihr auch immer zwischendurch mal so ein paar News, die ich euch einfach hier bei YouTube nur alle 2 Wochen liefern kann. Die poste ich natürlich bei Facebook auf meiner Fanpage direkt, wenn es soweit ist oder wenn die News aufkommt, denn da kann ich euch einfach aktuell halten, schnell, ohne großen Aufwand und auch mal von unterwegs, wenn ich eben nicht zu Hause bin. Gut, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann und ciao.